euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Aus dem Matthäus-Evangelium, aus der Bergpredigt, hören wir heute die Worte, die uns zum Nachdenken anregen sollen. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon daheim. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der in dem Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, der wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Liebe Gemeinde, wie steht es bei den Hessen mit dem Beten? Die religiöse Sozialforschung ist ja immer mal wieder bemüht herauszufinden, wie denn die breite Bevölkerungsmehrheit ihr religiöses Leben so gestaltet. Und da hat die katholische Hochschule Freiburg im letzten Jahr eine Studie unter den Hessen durchgeführt. Und eine namhafte Zeitung aus unserer Nachbarstadt hat dieses Ergebnis am 25. Januar letzten Jahres unter folgendem Titel veröffentlicht: Das religiöse Fundament in Hessen bröckelt. Immer wenn es darum geht, zu fragen, wie ist denn die religiöse Stimmung unter den Menschen, kommt sowas wie Katastrophenmeldung, ein Stück Untergang des christlichen Abendlandes. Da ist der Leser bei dieser Überschrift ernst gestimmt und erwartet ein kritisches Ergebnis. Und dann wird man verblüfft. 42% der Hessen geben an, dass sie täglich oder mindestens wöchentlich beten. Immerhin 42%. Das ist doch die klassische Frage, wie bewertet man die Situation? Ist das Glas nun halb voll oder halb leer? Ist das denn gut, dass immerhin noch fast die Hälfte der hessischen Bevölkerung betet? Oder ist es schlecht, dass wir schon so weit gesunken sind? Wo ordnen Sie sich in dieser Gruppe zu? Ich nehme nicht an, dass die katholische Hochschule Sie befragt hat, aber wo gehören Sie hin? Eigentlich nehme ich sogar an, weil Sie heute Morgen hier sitzen, dass Sie zu den 42% Betern gehören. Aber das muss natürlich zwangsläufig nicht so sein. Wäre es denn jetzt unsere Aufgabe, die andere Hälfte der nicht betenden Hessen zu einer regelmäßigen Gebetspraxis aufzufordern? Wie steht es denn überhaupt mit der Pflicht zum Beten? Wir nehmen das so selbstverständlich an, dass man als religiöser Mensch ja beten muss. Und dann verblüfft uns Jesus mit dem Text hier. Denn nirgendwo ist eine Aufforderung, dass wir beten müssen. Er macht das Gebet eben nicht zur Pflicht. Er lässt uns erkennen vielmehr, wie er das Gebet versteht. Es ist eine spontane, eine impulsive innere Bewegung des Herzens. Ein Mensch betet so, wie er atmet. Und wo so ein solch innerer Drang nicht da ist, ein solch innerer Impuls aus sich herauszugehen, da müssen wir uns hüten, ihn durch Zwang ersetzen zu wollen. Beten, das ist eine zutiefst freiwillige Sache, denn es ist ein inneres Singen der Seele. Und singen, das kann man nicht erzwingen. Machen wir es also unseren Zeitgenossen nicht zum Vorwurf, wenn sie dieses Bedürfnis für sich nicht spüren oder wenn sie diese Fähigkeit zur inneren Stille für sich nicht haben.
Solange es schriftliche Aufzeichnungen gibt, hat der Mensch gebetet. Unsere ältesten Texte, die wir schriftlich aufgezeichnet haben, sind auch Gebete der Menschheit. Und soweit wir in die Vergangenheit schauen können, finden wir ihn, den betenden Menschen. Und das ist in allen Kulturen zu finden, sei es die Indianerkultur in Nordamerika oder fernöstliche Religionen in Südostasien. Es ist ein Grundbedürfnis des Menschen, mit den Kräften zu sprechen, die höher sind als er selbst. Aber nicht in jeder einzelnen Person ist dieses Grundbedürfnis gleich ausgeprägt, so wie nicht jeder in gleicher Weise ein Bedürfnis nach Musik hat. Wie ein Muskel, der nicht trainiert ist, wie ein Talent, das man nicht gepflegt und entwickelt hat, bleibt die Fähigkeit zum Gebet in mancher Seele einfach brach liegen. Und freilich haben diejenigen, die nicht beten, ein sehr starkes Argument gegen das Beten, das man durchaus auch würdigen muss und das in unserer modernen Zeit ein besonderes Gewicht bekommt. Es sei nämlich eine kindliche Illusion des Menschen, wenn er die Welt durch Gebet beeinflussen will. Beten bewegt in dieser Welt keinen Stein. Und wenn Sie wirklich etwas erreichen wollen, wenn Sie etwas konkret in Bewegung setzen wollen, sagen diese Leute, nutzen Sie die Zeit des Betens lieber aktiv zu sein, etwas zu tun, etwas anzupacken, dann sieht man hinterher wirklich auch ein Ergebnis. Das klingt zunächst einmal sehr überzeugend, aber was diese Menschen dabei nicht beachten, ist, dass sie das Argument, das sie hier benutzen, selbst nur geliehen haben. Dieses Argument stammt nämlich von Jesus selbst, zumindest so, wie ich es in dem Text lese. Denn er äußert sich erstaunlich kritisch über das Beten. Wenn wir einmal genau hinschauen, was er uns dort sagt, könnte man fast noch fragen, müssen wir überhaupt noch beten? Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Bevor wir überhaupt gebetet haben, ist eigentlich Gott schon klar, was er für uns tun soll und kann. Warum sollen wir uns dann noch betend an ihn wenden? Es geht im Gebet also nicht darum, dass wir unsere Bedürfnisse Gott möglichst überzeugend mitteilen, dass wir ihm die Gründe nennen, warum wir jetzt unbedingt diese Arbeitsstelle brauchen oder unbedingt vor dieser Katastrophe gerettet werden müssten, oder uns unbedingt dieser Wunsch erfüllt werden müsste. Es geht auch nicht darum, möglichst lästig zu sein und möglichst häufig vor Gottes Tür zu erscheinen, damit man ihn durch diese Lästigkeit vielleicht doch bewegen könnte, das zu tun, was man selber gerne hätte. Durch das Gebet, den Willen Gottes in die eigene gewünschte Richtung zu bewegen, das ist nicht die christliche Form des Betens. Es gibt diese Form von Beten, aber gegen die wendet sich Jesus ja selbst extrem kritisch. Vielleicht gibt es tatsächlich etwas, was wir uns sehnlichst wünschen und um das wir Gott verzweifelt anflehen. Aber geben wir uns nicht der Illusion hin, dass wir durch unsere Verzweiflung seinen Willen in irgendeiner Weise ändern könnten, nur weil wir ihn heftig bedrängen. Jesus leitet uns an zur Schlichtheit und zur Einfachheit im Gebet. Er bringt es, reduziert es geradezu auf das Allernotwendigste, auf die Kernsubstanz. Wir beten öffentlich im Gottesdienst, stellvertretend für all die Menschen, die nicht zum Gebet finden. Wir beten stellvertretend für all die Menschen, die keine Worte finden, um sie vor Gott auszusprechen. Ich begegne Menschen, die selbst nicht beten können und das auch offen zugeben, aber die sagen, ich bin froh, dass ich weiß, dass es einen Ort gibt, an dem gebetet wird. Und erstaunlicherweise sind viele Menschen, die distanziert zur Kirche sind, doch sehr darauf bedacht, dass in ihrem Dorf, in ihrem Stadtteil regelmäßig Gottesdienst gefeiert wird, weil sie Wert darauf legen, dass es irgendeine Gruppe von Menschen gibt, die betet. Deshalb ist mir jeder Gottesdienst, sei auch noch so klein, mit noch so wenigen Menschen, ein Wert an sich.
denn er vermehrt das Gebet in der Welt. Und er unterstützt all diejenigen, die selbst nicht beten können. Während wir alle gleichermaßen perfekt im Beten, brauchten wir heute Morgen nicht hier zu sein. Aber auch wir brauchen Unterricht im Beten. Und so kann uns der Gottesdienst anregen, wie wir beten, wofür wir beten, dass wir überhaupt beten. Hier lassen wir uns ermutigen und lassen uns unseren Horizont erweitern, damit man im stillen Kämmerlein nicht immer nur im eigenen Saft schummert. Und darum hoffe ich, nehmen Sie auch etwas mit nach Hause als Anregung zum eigenen Beten. Nachdem Jesus uns so den Rahmen des Gebetes erläutert hat, gibt er uns 6 Themen an die Hand, die wir mit allen unseren Gebeten immer wieder variieren. Die ersten 3 Bitten des Vaterunser beziehen sich auf Gott. Die letzten 3 Bitten des Vaterunser beziehen sich auf den Menschen. Und wenn man genau hinschaut, sind alle unsere Gebete, sowohl hier im Gottesdienst als auch zu Hause, immer Variationen dieser 6 Themen. Wir suchen unsere innere Zustimmung zu dem, was in unserem Leben geschieht. Wir ringen darum, unseren eigenen Willen und den göttlichen Willen in einen Einklang zu bringen. Ein Mensch, der aus dem Herzen sagen kann, dein Wille geschehe, hat Frieden mit seinem eigenen Leben, denn er akzeptiert, was in seinem Leben sich vollzogen hat. Wir suchen danach, dass unser Vertrauen bewahrt bleibt, selbst wenn der Tag Enttäuschung gebracht hat. Wir danken, wo wir uns gestärkt und bestätigt fühlen. Wir beten also nicht um Gottes Willen, wir beten um unsere Selbstwillen. Und ich gehe sogar so weit zu behaupten, Menschen, die regelmäßig beten, haben eine positive Grundeinstellung zum Leben. Beten schafft eine fröhliche, eine entspannte Atmosphäre. Es hilft zur Bewältigung des Alltags. Und obwohl dieses Vaterunser so kurz und bündig ist, ist es ein schwieriges Gebet. Mich hat das oft schon in den vielen Versuchen, in denen ich es gebetet habe, selber auch frustriert und ich war zutiefst erleichtert, als ich bei Luther einmal las, es gelänge ihm nicht, ein Vaterunser in voller Konzentration zu beten. Wie schnell ist ein Satz gesagt, ohne dass man mit innerer Beteiligung dabei ist? Und so ist es eine Lebensaufgabe, dieses kurze kleine Gebet immer so zu beten, dass bei jeder Bitte das Herz auch mit dabei ist und die innere Übereinstimmung mit dazu ist. Wie ein Instrument, das man jeden Tag üben muss, um seine Musik rein und vollkommen zu hören, so ist diese Gebetsübung täglich notwendig. Und wer ist dann der Vollkommene im Gebet? Was ist die Zielrichtung, woraufhin wir eigentlich beten möchten? Auch dazu hat Luther etwas gesagt, was ganz mit meinen eigenen Erfahrungen übereinzustimmen scheint. Der Vollkommene im Gebet, das ist die Person, der das Gebet in ihre Tätigkeit eingegangen ist. Wer seine alltäglichen Beschäftigungen und Pflichten aus innerer Neigung und mit Hingabe tun kann, dem gerät alles zum Gebet. So sagt Luther von seinem Knecht Hans, wenn er das Miststreuen auf dem Acker mit innerer Herzensbeteiligung tut, ist auch das ein Gebet. Und wer ganz davon erfüllt ist, dass er Gottes Willen tut, lebt das Vaterunser in seinen alltäglichen Aufgaben. Und wer nicht mehr danach fragt, was er denn aus der Tätigkeit gewinnt, wer nicht mehr danach fragt, was er profitiert, sondern sie um ihrer selbst willen tut, aus Selbstzweck, dann befindet er sich im Einklang mit der Musik des Universums, im Einklang mit dem, der diese Welt aus Freude, aus ihr selbst heraus erschaffen hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.